Willkommen zurück zu Zelda Scrolls Online. Wir sind in Ebenherz angelangt, jetzt schon seit der letzten Folge. Und ich habe jetzt auch mal die Karte gefunden. Ne? Ab und zu passiert das ja auch. Und es sieht doch wirklich nett aus. Es ist wieder mal so eine kleine Stadt, ne? So viel kann dazu gesagt sein. Und wir haben hier auch einiges zu erkunden. So, da müssen wir auf jeden Fall, meine ich, nicht hin. Aber fragen wir doch erstmal nach einer Quest. Ah, mein Geschäftspartner. Ich habe einen anderen, seltenen und wertvollen alten Wein hier in Ebenherz gefunden. Seid ihr bereit, ihn für mich zu besorgen? Oh, den kennen wir doch. Das finde ich sehr cool, dass er in jeder Stadt irgendwie drin ist. Und ja, klingt interessant. Es existiert eine Flasche Weißgoldturm hier in Ebenherz. Die Kampfzauberin, die sie besitzt, hat sich in dieser Stadt zur Ruhe gesetzt und ein Gasthaus eröffnet. Fedrasar Andreti fand die Flasche auf dem Schlachtfeld. Jetzt setzt sie in ihrer Privatsammlung Staub an. Okay, und wer ist sie? Sie war eine hochdekorierte Soldatin des Ebenherzpaktes. Jetzt bedient sie Gäste in der Ebenholzflasche. Ihre Schönen der Nacht kennen sie wahrscheinlich am besten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an die Flasche kommt, sprecht mit einer von ihnen. Dann werden wir das doch auf jeden Fall machen und der Wein wird euch gehören. Lasst mich wissen, wie ich euch helfen kann. Naja, aber könnt ihr mir noch ein bisschen mehr über diese Magierin erzählen? Sie diente in der Armee Morrowinds als Kriegsmagierin. Ich glaube, die ganzen Explosionen waren zu viel für sie. Als sie aus dem Dienst entlassen wurde, eröffnete sie zusammen mit Darvinil Savell die Ebenholzflasche. Und habt ihr einen Rat, wo ich anfangen könnte? Nicht wirklich. Aber das ist ja schließlich euer Teil des Geschäfts, nicht wahr? Mein Rat wäre, euch an die Schönen der Nacht in der Herberge zu wenden. Im Zuge ihrer Arbeit erfahren sie selbst die größten Geheimnisse. Ja, das klingt sinnvoll und selbstverständlich auch einleuchtend. Lasst mich wissen, wie ich euch helfen kann. Gar nicht mehr. So, natürlich wieder eine Diebesmission. Finde ich sehr cool gemacht. Ja. Seh dich mal in aller Ruhe um. Ich will mal da zum Schrein, damit wir den auch mal entdeckt haben. Damit wir auch jederzeit wieder hier zurückkommen können. Wunderbar, denn gegen ein bisschen Gold können wir uns hin und her teleportieren lassen. Wo geht es denn hier rein eigentlich? Darf man da eigentlich rein? Und wo geht es da rein? Okay, zu irgendeinem Haus. Können wir auch nicht öffnen. Aber da will ich doch jetzt mich erstmal umgucken. Wir haben doch hier bestimmt doch eine Bank oder so, oder? Da ist das Gasthaus. Ja, eine Kriegergilde. Sucht den Streit. Alles klar. Cooler Name. Ja, überzeugt die Agonia haben wir da oben. Ja, da müssen wir mit Orteil reden. Ah, Alchemietisch, Verzauberungstisch. Aber wo haben wir denn die Bank? Irgendwo müssen wir doch eine Bank haben. Schreinerbank ist ziemlich klar. Stallungen. Schmiede, Schneidertisch. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie so eine Bank aussieht, Freunde. Verzeiht. Aber Moment mal, da können wir eigentlich auch mal rauszoomen. Wie sieht denn so eine Bank aus? Hier. So eine Schließkiste. Whatever. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Da oben, alles klar. Erhaltet den Segen. Nee, wir haben hier leider gar keine Bank. Okay, nichtsdestotrotz. Dann werden wir uns doch mal eben kurz an die ganzen Werkbänke ranmachen. Dafür müssen wir... Zurzeit gibt es zu viele Agonia. Ja, gibt es die, ja. Ihr seid Bündnisse. Zumindest ihr seid ein Bündnis. Komischen Flugkreaturen. So, dann wollen wir nämlich eben kurz die Sachen klein machen, die wir da alle erbeutet haben. Und natürlich auch Sachen umwandeln. So, da wollen wir doch mal gucken. Da haben wir nämlich auch etwas. Das wollen wir natürlich veredeln. Und bitte noch einmal veredeln. Und schade, nichts Besonderes daraus geworden. Herstellen. So, gucken wir doch mal eben kurz. Stufe 6, ja. Erst ab Stufe 10. Oh, schade. Da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ach ja, wir haben ja fleißig analysiert. Und jetzt seht ihr das hier unten mal an den Eigenschaften normal. Wir haben natürlich jetzt hier einmal gestärkt. Okay. Was haben wir noch? Verzauberungsladungen. Ach du meine Güte. Das könnten wir uns ja alles im Grunde genommen herstellen, wenn ich das richtig sehe. Rüstung und Magie. Oh, das Waffenangriffstempo. Damit wir noch schneller schießen können. Ab Stufe 10. Aber irgendwie raff ich das noch nicht. Wie können wir da eine Verzauberung draufknallen? Verdammt normal. Aber naja, erstmal verwerten, aufwerten, analysieren. Für den Bogen hätten wir einmal geladen.
Erhöht Verzauberungsladung. Ja, komm, warum denn nicht, ne? Ich meine, nehmen wir den Bogen der Flamme auf jeden Fall. Dann haben wir immerhin etwas, was wir neu erlernen können. Die 6 Stunden haben wir auch Zeit. Ja, ein Schild ist hier. Achso, ne, Analyse 1 von 1 geht ja gar nicht. So, aufwerten, verwerten. Ja, so wenig Gold, wie das eigentlich bringt. Obwohl 22 Gold ist ja gar nicht so schlecht, ne? Aber nichtsdestotrotz, diesen Flammenstab will ich auf jeden Fall verwerten. Vielleicht kriegen wir, tada, etwas Pech heraus. Und wir müssen so in so einem Level steigen. Also werden wir das jetzt hier alles mal ein bisschen verwerten. So, da sind wir fast schon Stufe 4. Herstellen brauchen wir nichts, das machen wir nicht. Da werden wir uns lieber noch ein bisschen Gold aneignen. So, das war klar. Wo ist denn der andere Tisch? Wo hatten wir ihn denn? Schreinerbank und Dingens, alles klar. Da ist der Schmiedetisch. Dann wollen wir da auch mal eben kurz rein. Dort müsste er sein, oder? Sehe ich das falsch? Das sehe ich falsch. Der ist hier drin. So, damit wir auch ein bisschen die Berufe auf Vordermann bringen, muss natürlich auch mal sein. So, da wollen wir doch mal gucken. Verwerten. Wir haben natürlich nichts Besonderes, aber werden wir auf jeden Fall alles verwerten. Aufwerten brauchen wir nichts. Erlernen können wir so und so nichts. Und Rüstungen. Oh, doch, wir haben etwas. Mhm, passgenau. Was ist das denn? Schwere Rüstung. Ja, dann werden wir das doch auf jeden Fall machen. Dann erlern das doch mal bitte eben hier. Und dann müssen wir nochmal eben gucken in Verwerten unter Rüstungen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hätten wir mal lieber ein bisschen geguckt, ne? So, wir werden aber hier alles... Oh, schade, nichts Grünes bekommen. Apropos, Moment, da müssen wir jetzt gerade nochmal zurücklaufen. Ich dussel. Ah, seht ihr da unten an der R-Taste? Wir haben natürlich ein bisschen gekämpft und haben damit unsere ultimative Fähigkeit wohl ein bisschen aufgeladen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. So, Schreinerbank. Und zwar verwerten Rüstungen. Wir haben nämlich noch das Schild. Bitte. Wie bitte? Das war's. Ein Steinchen haben wir dazu bekommen. Na dann. So, rauf aufs Pferd und im Grunde genommen würde ich mich am liebsten einmal zurück in die Hauptstadt teleportieren, ne? Wie teuer ist das denn? 60. Und wie teuer ist das, wenn wir zurückkommen möchten? Auch 60. Weil ich möchte zur Bank, wisst ihr? Bestätigt. Die 60 Gold haben wir auf jeden Fall. Und dann sehen wir nochmal diese schöne Animation. Ich finde das ja extrem gut gelungen, wie er da die Karte so sternförmig dann nun mal herbeiruft. Und dann gehen wir mal in die richtige Hauptstadt, wo die ganzen Anfänger auch starten, wo wir auch gestartet sind. So, Schnuffi ist, glaube ich, noch am Start. Das freut mich, ja. Es ist unserer. So, dann wollen wir doch mal eben kurz in die Stadt. Und ich hoffe, dass es nicht wieder so ein Mega-Lag gibt, weil er wieder irgendwie die ganzen Spieler laden muss. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum er das auch tut. So, jetzt müssen wir noch mal eben kurz überlegen. Wir waren jetzt bei den Schreiner, dieses, jenes. Wir müssten eigentlich erstmal zur Bank. Denn wir müssen natürlich die anderen Runen und Materialien mitnehmen, um dann dementsprechend auch irgendetwas herzustellen. Genauso wie die Verzauberungsklamotten. So, einmal die Bank öffnen. Ist natürlich jetzt wieder in diesem Part nicht so spannend, aber ich meine, das gehört natürlich auch dazu, dass wir unseren Charakter... Ich kann euch voller Überzeugung sagen, dass in unsere Gewölbe niemals eingebrochen werden kann. Und als bekehrte Bankräuberin kenne ich mich da gut aus. Das freut mich zu hören, denn es gehört halt immer dazu, dass wir uns weiterentwickeln. So, ein Zitrin war Angriffstempo, ne? Rüstung des Gegenstands brauchen wir eigentlich nicht. Ja, Mundussteine habe ich immer noch nicht nachgelesen. Oh, erhöht kritische Waffen- und Magiewert. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, das werden wir auch mitnehmen, genauso wie Pech. Ich hoffe, wir haben noch so viel Platz. Da müssen wir mal gucken. Das hier können wir auch mitnehmen. Das hier auch. Unseren legendären da auch. Was brauchen wir denn sonst noch? Außer die Sachen, die wir... Oh, ja genau, die ganzen Schatzkarten, ne? Sturmhafen, Rift, Ostmarkt, Öd, Fels war ja oben im Norden. Oh, Kalthafen, eine Schatzkarte in Kalthafen. Jetzt sag bitte nicht das Tutorial. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin, sonst haben wir ja Ewigkeiten diesen Schatzplan bei uns. Okay, sonst haben wir nichts dabei, ne? Blutstein, okay, Rüstungsverzauberung, Amethyst, ja, bla 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 bla. Nee, das passt, da müssten wir alles dabei haben, was wir eigentlich haben wollten. So, mal eben wieder raus.
Und dann wollen wir uns doch direkt mal dann zu dem guten Verzauberer begeben. Und mal gucken, was wir noch da so lernen können. Wenn ich natürlich jetzt auf Anhieb finde, aber ich habe da so eine Ahnung. So einen blassen Schimmer. So, der müsste nämlich jetzt hier einfach den Weg runter und dann rechts rein. Da werden wir nämlich direkt mal eben kurz hingehen und da mal gucken, was wir dann hier bei der klingenden Scherben so machen können. So. Der Verzauberungstisch. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeiten, wieder irgendetwas Besonderes hier zu lernen. Ich bin mal dafür, dass wir, so, die jetzt irgendwie zusammensetzen. Ich weiß leider echt nicht, was rauskommt, aber das hier können wir auf jeden Fall herstellen. Nicht der Effekt, den ich erwartet habe. Oh, sehr schön. Ihr habt folgende Runen übersetzt. Okay, das ist Frost und das ist Erlesen. Was das auch immer heißt, ich weiß es leider noch nicht. Verzeiht mir bitte, aber so ist es halt nun mal. Okay, hinzufügen. So, haben wir noch etwas? Ja, ta, dich. Notade, Magdari, ta. Abziehen magischer Schaden. So. Achso, wir könnten das sogar nochmal herstellen, aber das bringt dann nichts, ne? Schmuckstück Lüfe. Haben wir die jetzt bekommen? Ich weiß nicht. Wir wechseln mal. Notade, Deni. Ta. Ah ja, das ist angenehm. Ausdauer. So, jetzt brauchen wir das hier noch. Notade, Huoko. Ta. Natürlich alles mit Tar. Gift haben wir gelernt und wir sind sogar 4. Minderwertige Glyphe der Giftresistenz. Ach, wir stellen uns Glyphen damit her, ja? Ist dem so? Warum darf ich das hier denn nicht benutzen? Benötigt Machtverbesserung 2. Was ist die Machtverbesserung? Ich ahne es jetzt nur. Mal gucken, ob ich recht habe. Handwerk. Verzaubern. Machtverbesserung 2. Erlaubt es euch, die Machtrunen, Jora, bla blub blub und sonstiges zu nutzen, um Glyphen der Stufe 1 bis 15 zu erschaffen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt ins Inventar gehen, haben wir hier wahnsinnig viele Glyphen. So sieht's auch aus. Stufe 5 bis 15. Aber wie benutzen wir die? Kann nur auf Gegenstände der Stufe 1 bis 10 angewendet werden. Hergestellt von Sankora. Verursacht 4 Kälteschaden. Das ist dann eine Waffenglyphe, eine Verzauberung. Okay. Irgendwann blicken wir da schon durch. Der Tag wird auf jeden Fall kommen. Spätestens, wenn wir dann das Endlevel erreicht haben, müssen wir Bescheid wissen darüber. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Knochen. Welche Geschäfte haben euch hierher geführt? Ja... Krumme Geschäfte. Nee, Schreinerbank. Und zwar herstellen. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Können wir hier irgendetwas herstellen? Wie? Die Eigenschaften ist euch... Ach, so ist das. Okay. Schade. Schade. Dann haben wir noch nicht genug gelernt. So, der Stufe 10 mit einem Knochen, ein Bogen, vorhandenes Wissen. Amethyst, wir müssten das erst wirklich lernen. Aber irgendeine Eigenschaft hatten wir doch erlernt, oder ist dem nicht so? Ich denke mal, wir lernen jetzt erst gerade die Eigenschaft im Analysieren. Hier ist es, Bogen. Und zwar geladen, erhöht Verzauberungsladungen. Tja, nichtsdestotrotz möchte ich doch jetzt gerne, auch wenn wir jetzt keine Eigenschaften dabei haben, mir diesen Bogen mal herstellen. So, schadet ja nicht. Dann haben wir nämlich schon mal eine Bogen und können wir eh nichts mehr machen. Und jetzt will ich doch mal gucken im Inventar, wie können wir denn jetzt bitte diese komische Glyphe... Müssen wir den ausrüsten? Können wir doch gar nicht, haha, witzig. So, wo ist denn hier... Gewährt maximale Ausdauer... Aha, 5 bis 15. Soldat, gibt es Neuigkeiten von der Expeditionstruppe? Haben wir denn irgendetwas? Nur wenige sind zurückgekommen. Können wir was überschreiben? Verbrannt. Zum Beispiel Schulter. Eine Flammenwaffe?
Sie haben erzählt, ihr könnt das nicht tragen. Zerschön. Wenn der Held von Balfourier nicht gewesen wäre, Chat einfügen. Nee. Verdammt nochmal, wie benutze ich denn so eine komische Glyphe hier? Da kann doch nicht so schwer sein. Geh mal an alles. Und die setze ich jetzt. Nee, können wir gar nicht. Wo ist so eine andere Glyphe? Gib mir mal so eine Waffenglyphe. Moment mal. Schmuckglyphe. Okay, gewährt 24 Rüstung. Schmuck. Können wir die da draufsetzen? Ihr könnt das nicht tragen. Ich will das nicht tragen. Ich will das benutzen, wenn ich ehrlich bin. Ah, ist das schlimm hier. Irgendwo hatten wir doch eine Waffenglyphe. Wo haben wir die denn hingeschmissen? Schmuckglyphe, Schmuckglyphe. Hier ist sie. Die können wir aber leider nicht benutzen. Eine Rüstungsglyphe. So, jetzt ziehst du jetzt mal bitte einmal den Helm aus. Und dann werden wir diese Glyphe mal auf den Helm draufschneiden. Vielleicht klappt das ja dann. Oder vielleicht auch nicht. Wo ist denn jetzt der komische Helm? Wo hat er denn hingepackt? Da unten ist er. So. Ach, verzaubern, ausrüsten. Da steht es doch. Das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Helm den verzaubern möchten, mit, ja, nehmen wir mal maximales Leben. Okay, dann möchte ich den gerne mal, möchten wir den wirklich verzaubern? Möchten wir? Nee, möchte ich jetzt noch nicht. Moment, okay, alles klar. So funktioniert es also. Mensch, Freunde, sagt es doch. Nee, soweit keine Sorge. Wie ich gehört habe, habt ihr eine entscheidende Rolle bei der Zerschlagung der Dolchsturzarmee bei Davons Wacht gespielt. Haben wir das, ja. So, herstellen können wir natürlich leider nichts. Wir haben nicht genug Leder am Mann, oder? Müssen wir mal gucken. Schulterkappen, Stiefel, Helm, mittlere Rüstung. Ah, ich denke mal, es reicht nicht. Stufe 6, da können wir auch den benutzen, den wir jetzt eigentlich gerade tragen. Wir müssen ihn nur reparieren. Aufwertung haben wir leider nicht, ne? Ist euch nicht vertraut? Nee, der Text ändert sich auch nicht. Ah, schade, schade, schade. So, hier Knochen. Okay, gut, dann können wir es leider nicht machen. Ich dachte, wir stellen uns jetzt lieber erstmal einen normalen Helm her. Aber das, was wir machen könnten, ist verwerten. Nee, aufwerten. Was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Rohlederhelm nehmen und den aufwerten? Dann wird er auf jeden Fall stärker. Das ist Stufe 6. Dann gibt es halt noch Stufe 8 und Stufe 10. Das lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht. Oh Gott, ist das schlimm. Ach, das ist doch wirklich manchmal ein bisschen lästig, ne, mit den ganzen Entscheidungen hier. Maximale Magika brauchen wir eigentlich nicht. Verwerten. Mach den doch mal bitte klein. Super. Jetzt hätten wir die hundertprozentige Chance, etwas zu lernen. Mach den klein und gib uns mal was Schönes daraus. 4 Rohleder, das ist nicht schlecht. Ja, wir brauchen einen Knochen. Wollt ihr eine stabile, leichte Rüstung anfertigen? Der Krieg... Ja, der Krieg steht bevor und wir sind schon mittendrin, wenn du es nicht mitbekommen haben solltest. So, wir haben 14 Rohleder. Mit Stufe 10 hätten wir dann einen Helm. Das dauert natürlich jetzt noch ein kleines bisschen, ist aber nicht das große Problem. Und, naja, wir haben 14. Was ist denn, wenn wir uns so ein schickes Warmselein herstellen, der Stufe 10? Das würde auch funktionieren. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Komm, warum denn nicht? Wir stellen uns so ein Warms her. Ich weiß nicht gerade, was wir für ein Warms selbst tragen. Aber wir werden diesen Warms, ich hoffe, es funktioniert, nicht verwerten, aufwerten bitte. So, und die Erfolgschance setzen wir jetzt mal auf 100%. Das müsste ja dann klappen. Ja, das wird nicht fehlschlagen. So, wunderbar. Dann haben wir nämlich jetzt schon einen besonderen, erlesenen Rohlederwarms. So. Und diesen Warms werden wir dann jetzt verkaufen, vor allen Dingen. Wir werden den verzaubern. So einfach geht das nämlich. Mit, was tragen wir denn gerade? Gehen wir eben kurz zurück. Mit maximale Magika brauchen wir nicht. Also, ich möchte den gerne verzaubern. Und wir nehmen mal maximale Ausdauer. Das ist okay, dann machen wir noch mehr Damage. Also, verzaubern. Hat das gemacht? Hat er tatsächlich gemacht. So einfach geht es nämlich. Meine Güte, so schwer. Und unseren Rohlederhelm, der ja schon so ein bisschen abgenutzt ist, den werden wir jetzt einfach mal anziehen. Obwohl, Moment, zieh den mal bitte aus. Den werden wir jetzt auch einfach mal verzaubern mit maximales Leben. So, et voilà. Sehr schöne Sache. Und dann haben wir schon mal einen neuen... Gibt es da eine Vorschau?
Vorschau. Reparieren, zerstören. Kaiserlichen Stil anwenden. Warum den kaiserlichen Stil anwenden? Warte mal. Kaiserlichen Stil anwenden. Indem ihr diesen Gegenstand im kaiserlichen Stil... Er kann dann nicht mehr gehandelt werden. Okay. Die Umwandlung ist endgültig und kann nicht mehr zurückgesetzt oder in dem Sinne rückgängig gemacht werden. Seid ihr sicher, dass ihr das Aussehen des Rohlederhelms des Lebens verändern wollt? Jo. Okay. Und dann haben wir jetzt... Verzeiht, Freunde. Finde ich aber gerade interessant. Achso, den können wir gar nicht. Den auch nicht. Kaiserlichen Stil anwenden. Ja, möchte ich gerne. So, das, was wir uns selbst hergestellt haben anscheinend. So, kaiserlichen Stil. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Das werden wir dann aber auch sehen, wenn wir es dann tragen. So. Ich würde doch mal sagen, das war eine krasse Fehlentscheidung. Das vorher hat mir besser gefallen. Naja, Freunde, aber nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir halt erstmal rumlaufen wie so ein Kaiserlicher. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es aussieht wie so ein Römerröckchen. Aber immerhin sind wir schon jetzt mal schlauer geworden, was die Berufe angeht. Meine Güte. So, ich werde jetzt über Offscreen natürlich noch ein paar Klamotten verkaufen. Und mal gucken, was wir alles noch verwerten können und so weiter und so fort. Und mit dem Bogen, den werden wir dann auch mal wieder aufwerten. Wir haben ja genug Pech, wenn es dann soweit ist. Aber das dann alles beim nächsten Mal. Bis dahin.